Wie war der Satz? Hey Rezo, du alter Zerstörer, der war's und ja, das hat ja auch noch mal für einiges Aufsehen gesorgt. Ja, das ist fast ein geflügeltes Wort geworden, dieser Satz. Und wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir jedes Mal, wenn Sie kommen, sagen Sie einfach einen Satz mehr. Und dann sind wir in 10 Jahren, haben wir eigentlich das komplette Video. Also heute wäre der zweite Satz fällig gewesen. Aber Sie haben gesagt, nee, heute zeige ich euch mal ein bisschen was davon. Woher dieses Umdenken? Was haben Sie vor? Ich würde schon sagen, die ganze Debatte um Rezo hat auch mich persönlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich habe ja immer so die These vertreten, ja, nur Sachpolitik im Vordergrund. Das ist auch das Wichtige, dafür sind wir da. Aber ich glaube, wir müssen schon auch über Kommunikation nachdenken. Und jetzt habe ich lange mit mir gerungen, habe mich jetzt aber entschieden, auch Instagram zu machen. Verrückte Sache. Ja. Und ich glaube aber, das ist eine ziemlich gute Sache. Und da habe ich gesagt, für dieses Umdenken, wie könnte man das besser starten als mit diesem Video oder zumindest einem Teil davon. Deswegen, ich habe es mir aufgehoben bis heute, sowohl das Video als auch Instagram. Unter philipp.amthor geht es jetzt los und deswegen bin ich jetzt auch unterwegs auf Instagram. Also erst ab 0 Uhr, glaube ich, ist es dann offiziell hochgeladen auf Ihrem neuen Instagram-Account. Und wir sehen jetzt was, einen kleinen Ausschnitt daraus, ja? Ja, es bleibt spannend, aber ich habe gedacht, wenn schon der erste Satz hier bei euch kam, dann können wir mal den kleinen Blick reinwerfen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und wir gucken mal ganz kurz rein. Hey Rezo, alter Zerstörer, jetzt geht's los. Zerstörung der CDU? Ja, lol, ey. Hi Rezo, du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein viel beachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört. Du hast auch nicht objektiv über Politik berichtet. So, was sagt Eva Schulz dazu? Naja, dass das eine sehr gelungene Reichweitenstrategie ist, hier seinen Instagram-Account zu lancieren. Die Props geben. Die Nummer hat schon mal funktioniert. Aber wie, ist ja das erste Mal, dass wir ein bisschen was aus diesem ominösen Video sehen. Wie finden Sie es denn als jemand, der sich fachlich damit beschäftigt? Für die ersten Sekunden. Also jetzt die ersten Sekunden, was ich schon mal gut finde, im Gegensatz zu dem CSU-Video, das eben angesprochen wurde, dass sich da direkt drauf bezogen wird. Ey, ich antworte hier auf was, ich erkenne an, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht und jetzt reagieren wir drauf. Wenn auch diese Sprache, mit wie vielen Monaten Verzögerung? Und diese Sprache, ey, lol, ey und so, finden Sie gut? Naja, was heißt lol eigentlich? Lol heißt laughing out loud, ja? Das habe ich aufgegriffen, das hat Rezo selbst gesagt. Das ist sozusagen Rezo-Zitat gewesen. Und am Ende, mir geht es darum, dass das, was wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, Authentizität ist das Wichtige. Und ich verstelle mich da nicht und glaube, die Leute wollen auch authentische Inhalte. Aber trotzdem natürlich auch ein gewisses Augenzwinkern. Und dass das auch notwendig ist, das haben wir, glaube ich, auch alle gelernt in den letzten Wochen. Haben Sie da Fehler gemacht, auch als CDU insgesamt? Das ist, glaube ich, auch allen klar. Deswegen gab es auch die harte Analyse. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, ging ja auch ein bisschen durch die Presse, diese Stellenanzeige, die wir als die CDU-Bundesgeschäftsstelle gemacht hat, sucht neue Social-Media-Mitarbeiter mit dem Hinweis, wer sich erfolgreich für die Stelle bewirbt, kann in das Amtjob-Video sehen. Also das zeigt natürlich auch ein Stück weit Selbstkritik ist da ja auch angekommen. Wir haben da viel drüber geredet und ehrlicherweise uns wird das jetzt im Kern angelastet. Alle Parteien waren ja nicht ganz einfach in der Antwort darauf, wie man es macht. Genau, das war so ein bisschen die selbstkritische Stellenausschreibung. Und ich finde, genau so muss man das eigentlich machen, auch mit ein Stück Selbstkritik da umgehen. Und das hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle hervorragend gemacht. Das ist völlig crazy, finde ich. Selbstironie in der CDU, wann hat es das letzte Mal gegeben? Ist schon eine Weile her, oder? Naja, also ich finde, die Selbstironie ist bei uns viel größer, als man das manchmal so sieht. Aber anders ist es wahrscheinlich auch nicht zu ertragen, gehört auch dazu. Nein, ganz im Gegenteil, Ernsthaftigkeit gehört dazu. Und ich glaube, das muss man beides auch kombinieren, weil eines geht ja nicht. Ich meine, ich habe gesagt, es immer wieder, Politik ist aber auch zu ernsthaft dafür, dass es nur eine Unterhaltungsshow ist. Aber wir müssen natürlich auch solche Formate nutzen und das kann ja auch Spaß machen. Und ich glaube, nachdem ich mich auch mehr damit beschäftigt habe, Instagram und all diese Formate sind natürlich auch ein Debattenportal, wo man viel aufnehmen kann, auch an Rückkopplung für die eigene Arbeit. Sie sind, ich sag's nochmal, Sie sind 26, ja? Sowas, Instagram ist ja eigentlich für Menschen Ihrer Generation, das ist doch sowas wie für uns Essen und Trinken. Ja, also es ist jetzt auch so. Aber was haben Sie jetzt neu entdeckt? Ja, ehrlicherweise, also das gibt es ja klar und ich bin jetzt auch nicht völlig auf dem Mond, dass ich die App da das erste Mal gesehen habe, als ich das jetzt gestartet habe. Aber es ist natürlich schon so, dass man überlegt, was nutzt man eigentlich für die politische Arbeit. Deswegen habe ich gesagt, ich setze für mich einen Schwerpunkt. Ihr Wahlkreis ist wo? In Mecklenburg-Vorpommern, genau. Der Nachbarwahlkreis der Kanzlerin. Genau, der Nachbarwahlkreis der Kanzlerin, das östliche
Mecklenburg-Vorpommern, die Insel Usedom, und eine tolle Region. Und am Ende, wie findet sie das Video, das Sie da gemacht haben? Haben Sie das abgesprochen mit ihr heute Abend hier? Ich weiß nicht, ob sie es schon gesehen hat. Also das habe ich mit ihr jetzt nicht abgesprochen. Sie hat auch wichtigere Themen, würde ich sagen, als jetzt meine Instagram-Aktivität. Also sie weiß nicht, dass Sie das heute Abend hier hochladen. Von wem mussten Sie das genehmigen lassen? Ach, es ist kollegial, dass man sich miteinander abspricht, ja. Aber das ist auch erfolgt und da ist in der CDU auch alles gut. Wer ist denn kollegial? AKK? Paul Ziemiak? Mit wem haben Sie es abgesprochen? Jetzt, wie gesagt, wir sind damit gut im Reinen und die CDU hat da auch gelernt aus den letzten Wochen. Ich persönlich, und es ist meine persönliche Entscheidung, jetzt auf Instagram unterwegs zu sein. Nur die CDU macht das schon vor meinem Auftritt sehr erfolgreich auch auf Instagram. Ja. Und es wäre auch gut, wenn man auch die Seite der CDU nicht nur meine liked. Aber nochmal, wer hat Ihnen das erlaubt, das heute zu machen? Also ich brauche da keine Erlaubnis einholen. Mit wem haben Sie es abgesprochen? Ein kollegiales Gespräch. Mit wem haben Sie es abgesprochen? Es sind, wie gesagt, kollegiale, gute Gespräche. Und die Antworten werden auch durch viermaliges Nachfragen nicht anders. Okay. Also, Sie haben es mit Annegret Kramp-Karrenbauer abgesprochen. Die Kanzlerin weiß ja offensichtlich nichts davon, weil Sie erkannt haben, dass da eine riesige Chance tatsächlich drin ist. Sie sind mit 16 in die CDU getreten. Hat man als 16-Jähriger, oder anders gefragt, was läuft da schief, wenn man mit 16 unbedingt in die... Nee. Ja. Was ist Spaß? Nein, aber da läuft tatsächlich gar nichts schief, denn... Ja, Sie wollten das unbedingt, ne? Naja, mehrere Dinge hängen ja zusammen. Viele beklagen sich ja, dass zu wenig junge Leute in der Politik sind und irgendwie keine Stimme haben in den Parteien. Es fängt mal erstmal damit an, dass man eintritt. Und ich bin nicht in die CDU eingetreten, um irgendwie mal Berufspolitiker zu werden. Aber Sie haben es so penetrant gemacht, dass die am anderen Ende der Leitung dachten, da macht einer einen Telefonscherz. Nee, es war tatsächlich so, das gehört ja auch zur Wahrheit. In Vorpommern ist das jetzt nicht Alltag gewesen, dass junge Leute so eigenständig in die CDU eintreten wollten. Und sag ich doch. Ich habe damals ganz modern schon, ich habe online einen CDU-Mitgliedsantrag gestellt und habe dann irgendwie weder eine Bestätigung noch sonst eine Reaktion gekriegt, irgendwie vier Wochen lang nicht. Ja, und dann habe ich so Problem gedacht... Das Problem hat der Rezo auch. Ja, habe ich aber ambitioniert, wie ich bin, so gedacht, da melde ich mich dann einfach mal und rufe an und das war nicht so der Alltag. Und genau, die Landtagsabgeordnete, die ich dann selbst an der Schrippe hatte, dachte, das muss ein Telefonscherz sein, aber war es nicht, war ernst gemeint. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein Satz, der mich geprägt hat von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und deswegen habe ich habe mich immer für Politik interessiert und habe gesagt, das ist eigentlich gemacht dafür, dass man mitmacht, dass man sich engagiert. Okay, und warum in die CDU? Naja... Es war für mich vor allem eine inhaltliche Überzeugung. Mehrere Punkte, die mir ganz wichtig waren. Erstens, ich kannte natürlich viele, die sich bei uns zu Hause in der CDU engagiert haben. Wir sind da kommunal sehr, sehr stark verankert. Und es ist auch die inhaltliche Überzeugung. Zum Beispiel, dass man sich was zutraut, dass man durch Leistung aufsteigen kann. Das fand ich wichtig, dass man auf Sicherheit, auf einen starken Staat setzt, auf Verantwortung. Das sind schon so die großen Linien, die mir damals auch wichtig waren und die bis heute für mich eigentlich die tragenden Säulen in der CDU sind. Eine wertegebundene Politik. Ja, wenn Sie andere 16-Jährige heute sehen, Fridays for Future ist so ein Stichwort, das müssten Sie doch eigentlich dann super finden. Ja, ich teile da auch nicht alle Inhalte, aber ich finde es gut, dass sich junge Leute für Politik interessieren. Und ich finde es immer besser, sich für Politik zu interessieren, als es nicht zu tun, auch wenn dann nicht jeder Inhalt gleich dem entspricht, was ich für richtig finde. Aber ich finde, zum Ernstnehmen gehört immer zu diskutieren. Und deswegen finde ich das auch gut, dass sich viele gerade jetzt auch in der jüngeren Generation engagieren, zum Beispiel für dieses Thema. Sie haben dazu gesagt, bei der Wahl zwischen Unterricht und Klimademos in der Schulzeit entscheiden sich viele für Klimademos. Bei der Wahl zwischen PlayStation und Klimademos am Nachmittag sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Ich glaube auch, dass das richtig ist. Da bin das, ich aber das gespannt, ich wie das auch. Morgen aussieht. Naja, aber das ist natürlich wird's da, heißt das ja auch, es ist bei vielen ja auch eine richtige Motivation. Und ich spreche den Leuten ja auch per se nicht die Motivation ab, aber das gehört doch auch zur Wahrheit dazu. Wenn man das sieht, glaube ich, gibt es da Leute, die unterschiedlich stark motiviert sind. Das heißt doch aber nicht, dass man sich deswegen mit den Leuten nicht auseinandersetzt. Bevor wir gleich mit Eva Schulz ausführlich auch drüber sprechen, ganz konkret bitte, Tempolimit ja oder nein? Nein. Warum nicht? Also ich halte das Tempolimit nicht für den richtigen Weg der Regulierung. Es gilt da auch, dass man andere Maßgaben treffen kann. Wir haben zum Beispiel über Ausweitung der Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen gesprochen. Und ich glaube, Tempolimit als solches ist isoliert nicht der richtige Weg. Und wir Deutschen haben da, glaube ich, auch nicht die schlechtesten Erfahrungen mitgemacht, kein Tempolimit zu haben an gewissen Stellen auf deutschen Autobahnen. Das würde ich nicht pauschal kritisieren.
sondern das sollten wir beibehalten. Sie wollen sich nicht mit den Leuten anlegen, die gerne schnell fahren? Nein, ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist. Und schnell dass zu fahren? Okay. Nein, das sicher zu fahren. Und ich glaube aber auch, dass es sinnvollere Maßnahmen gibt für Klimaschutz. Da sollte man nicht nur über dieses Klein-Klein reden. Subventionen für Massentierhaltung beenden, ja oder nein? Ja, da kann ich als jemand, der aus dem ländlichen Raum kommt, schon den Begriff Massentierhaltung hinterfragen. Es geht nicht um die Zahl der Tiere, die in einem Betrieb gehalten werden, sondern um den Standard. Ich habe bei mir viele familiengeführte Betriebe, die große Landwirtschaft betreiben, auch mit viel Viehhaltung, die aber einen deutlich höheren Tierwohlstandard haben als an vielen anderen Stellen. Deswegen bin ich schon gegen den Begriff der Massentierhaltung. Aber es gibt doch Massentierhaltung. Ich bin dafür, dass es auch Großbetriebe in Deutschland gibt. Und wir haben auch eine Verantwortung dafür, regional hier auch Landwirtschaft zu erzeugen. Denn ich will nicht, nein, ich will das deutlich sagen. Wenn wir eine Politik machen gegen unsere Landwirtschaft in dieser pauschalen Art und Weise, führt das dazu, dass nach dem Konsumverhalten, das viele Menschen haben, dann in der Tiefkühltruhe bei Aldi, Lidl und Co. irgendwann nur noch die Schweine aus Brasilien liegen. Und das will ich nicht. Sondern ich will, dass wir hier auch regional erzeugte Landwirtschaft haben. Und an vielen Stellen muss man gerade den Großbetrieben, vielen Großbetrieben in Ostdeutschland sagen, frage ich noch mal ganz konkret, dass das nicht zu kritisieren ist per se, sondern dass man auf den individuellen Fall auch von Tierwohl schaut. Sind Sie für weniger Fleischkonsum, ja oder nein? Müssen wir unser Essverhalten möglicherweise ändern? 30%, glaube ich, des CO2-Themas kommt aus Massentierhaltung. Das machen wir uns gar nicht so klar. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist auch ein Thema, und dass man individuelles Konsumverhalten hinterfragt. Aber es ist nicht an meiner Stelle als Politiker, nur den Leuten Fleischverzicht auf Zwang aufzuoktroyieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie als Partei mal anfangen zu vermitteln, dass man aber Konsumverhalten ändern muss, wenn man sich gleichzeitig wünscht, dass der Klimawandel bekämpft wird. Ja, ich glaube, das aber... Das vermeiden Sie, indem Sie die ganze Zeit nur von Anreizen sprechen, aber ich glaube, das ist das richtige System. Weil mich stört, wenn wir diese Diskussion, und das ist auch das, was den entscheidenden Unterschied ausmacht, auch in der Diskussion im Klimakabinett. Den Unterschied macht aus, ob man nur über Verbote denkt oder ob man auch über Anreizsysteme denkt. Und da finde ich es richtig, dass wir zum Beispiel diese Abwrackprämie für Ölheizung machen, dass wir reden über Förderung von Elektromobilität und anderes. Das sind Anreizsysteme, und man sollte das nicht nur über Verbote regeln, da bin ich dagegen. Weil Sie haben das Angst vor dem bösen Wort Verbotspartei, davor haben Sie Angst. Ja, weil wir es auch nicht sind. Man wird Beschränkungen machen müssen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass gerade Verbote und Regulierungen gerade diejenigen treffen. Das wird dann eine Klimapolitik auf Kosten derjenigen, die nicht die vielen Möglichkeiten für Alternativverhalten haben. Es geht darum, um die Leute im ländlichen Raum, aber was Sie gerade machen, Herr Amthor, ist, Sie beten mir sozusagen das CDU-Parteiprogramm runter. Ich würde gerne wissen, was ich bin auch davon überzeugt, dass das richtig ist. Von allem? Nein. Aber ich sage Ihnen an Wovon sind Sie nicht überzeugt? Ich sage Ihnen an der Stelle, dass man schon... Wovon sind Sie nicht überzeugt? Es geht nicht darum, dass ich das als CDU-Programm einfach darlege. Nein, aber ich möchte gerne wissen, was Sie für Überzeugungen haben. Ja. Mir geht es um die Überzeugungen, das ist mein dass Thema. Dass wir beim Thema Klima bis 2030 aller spätestens unsere Ziele erreichen müssen, ist doch wohl klar. Und dass wir jetzt hinten dran sind, ist auch klar. Und dass das nicht ohne Einschnitte geht, ist für uns auch klar. Nächstes dass Thema. Das aber bezahlbar sein muss, ist irgendwie klar. Und dass es für den ländlichen Raum auch verträglich sein muss, Sie wollen ist auch sich mit klar. niemandem anlegen. Ich habe das schon verstanden. Damit lege ich mich mit vielen an, die jetzt sagen, die CDU und der Amthor ist nicht bereit, hier alle Klimasachen mitzumachen. Und der hat vielleicht was gegen Nachhaltigkeit, das habe ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir hier auch verschiedene Pole in der Gesellschaft zusammenbringen müssen und dass wir nicht über dieses Klimathema einen neuen Spaltpilz in die Gesellschaft bringen. Was ist mit Kerosinsteuer? Ja oder nein? Ich glaube, offen gesprochen, dass viele Flüge in Deutschland noch zu billig sind. Also? Was war das jetzt für eine Antwort, fragt Eva Schulz. Ja, glaube ich. Das heißt im Zweifel, dass man, und so wie es die CSU vorgeschlagen hat, darüber besteht keine Einigkeit, aber ob man darüber nachdenken muss, insbesondere Billigflüge stärker zu besteuern, ist ein Thema, über das ich jedenfalls bereit bin zu diskutieren. Meine Frage war, sind Sie für eine Kerosinsteuer, ja oder nein? Es geht nicht darum, ob Sie es entscheiden können. Ich glaube, man kann darüber reden, dass man das an manchen Stellen macht. Was soll ich Aber Ihnen genau jetzt sagen? Das ist das Problem. Das sind Dinge, die im Zusammenhang stehen. Es ist doch beim Thema Klima völlig klar, das bringt nichts. Wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde Einzelmaßnahmen durchdiskutieren, worum es geht. Und das ist wirklich ein valider Punkt. Es geht darum, dass man ein Gesamtpaket schnüren muss aus Maßnahmen, die auch was kosten, die Belastung bringen und dass man dann abwägen muss.
aus Haushalt, als Haushaltsgesetzgeber, was kostet das? Als Politiker, was bringt das an Belastung und was bringt es fürs Klima? Die Dinge hängen doch zusammen und deswegen sind die Verhandlungen im Klimakabinett ja auch so schwierig, wie sie jetzt sind, weil es eben nicht mit kleinen, konkreten Einzelmaßnahmen zu machen ist, sondern weil man ein Gesamtpaket sehen muss, wie sich das entwickelt. Aber ein Gesamtpaket sind doch viele konkrete Einzelmaßnahmen. Genau, was denn sonst? Deswegen stehen die aber zueinander doch in Abwägung. Und das ist das, was wir jetzt aushandeln müssen. Und das ist es, wo die Regierung haben Sie nicht manchmal Angst, das hat jetzt dieser Verlauf des Gesprächs, finde ich, sehr deutlich gezeigt, haben Sie nicht manchmal Angst, dass die Leute und übrigens auch die Wirtschaft sehr viel weiter ist, als Sie manchmal denken? Das finde ich gut, dass die Wirtschaft sehr viel weiter ist, als Politik das manchmal mit Regulierung lösen will. Weil jetzt entsteht ja der Eindruck, als hätten alle irgendwie geschlafen. Das ist eben nicht der Eindruck, der richtig ist. Weil die Wirtschaft an vielen Stellen ja mit Innovation auch das Ganze schon als Nachhaltigkeitsthema entdeckt hat. Und das ist auch gut so. Und ich finde es immer besser, wenn es aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft kommt, als wenn wir das zwangsläufig durch die Regulierung vorgeben müssen. Eva, erreicht man so junge Leute? Wie ticken die heute? Also mit diesen Sätzen glaube ich gerade wenig. Ich will aber jetzt auch nicht so für alle jungen Leute sprechen, ob die das jetzt gerade gut oder schlecht finden. Aber da findet ja so ein Kulturwandel gerade statt. Und auch dieses Rezo-Video hat das ja auch gezeigt, dass da mehr passiert, als dass einer einfach nur ein provokantes Video hochgeladen hat. Deswegen reden wir auch viel darüber und deswegen ist das ja auch ein Thema. Deswegen ist es bei Ihnen ja auch wichtig und viel diskutiert worden. Also wie weit sind die da? Wie muss man die ansprechen, dass die sich für Politik begeistern? Ich glaube, jetzt gerade würde es schon mal helfen, wenn ein Politiker sagen würde, das hier ist das Szenario, das uns ins Haus steht, wenn wir das bis 2030 nicht einhalten. Das habe ich noch nie gehört von der Union. So, das ist übrigens das, worum wir uns Sorgen machen. So würde eure Welt aussehen, wenn wir uns jetzt nicht kümmern. Und hier sind unsere Maßnahmen, mit denen wir das so und so verhindern wollen. Das Problem ist aber, dass diese kleinen vielen Maßnahmen, die gerade in dem aktuellen Papier, das jetzt verhandelt werden soll zu morgen, stehen, die meisten Szenarien, die uns da eben ins Haus stehen, nicht verhindern wird, sondern dass das lauter, es ist auch gut, viele Stellschrauben zu haben, aber es ist, glaube ich, noch nicht genug, so wie ich es bisher einschätze. Sie machen das ja, finde ich, auf eine sehr interessante Art und Weise auch, also wie Sie kommunizieren. Fliegen gegen Bahn haben Sie mal verglichen und wir schauen mal ganz kurz rein, wie das aussieht. Welche Reaktionen kriegen Sie auf sowas und was sind die Themen, die gerade sehr junge Leute bewegen? Kann man die zum Beispiel für so sperrige Themen wie Altersvorsorge oder Rente zum Beispiel, kann man da 16-Jährige für begeistern? Absolut. Also ich mache jetzt vor allem Programme für unter 30-Jährige, aber noch nicht 16, also so 19 bis 29 grob. Ja. Und da ist es eigentlich gar nicht so, dass es jetzt spezifisch junge Themen gibt. Natürlich ist so eine Frage wie die gerade, warum ist das Bahnticket so viel teurer als der Flug? Das ist ein richtig gutes Alltagsthema, wo das sich ja jeder hier fragt. Also das ist gar nicht auch nur ein junges Thema, das ist auch ein älteres, vermute ich. Und genauso ist es mit der Altersvorsorge, mit Altersarmut. Generell Armut ist ein Thema, das bei uns eine sehr große Rolle spielt. Und auch ein Rentenbeitrag hat bei uns so seine paar hunderttausend Klicks. Das heißt, also es ist eine gute Zeit für Inhalte, heißt das, ja? Ja, das sowieso. Die war es aber schon immer. Es haben nur, glaube ich, sehr spät erst Medien angefangen, sie auch auf diesen neuen Kanälen zu vermitteln. Und da dürfen wir jetzt ganz viel ausprobieren und es macht auch Spaß. Mobilität zum Beispiel? Was denken junge Leute über Mobilität? Also die, mit denen Sie kommunizieren. Was ist denen wichtig? Was ist die Vision? Auch da muss man wieder vorsichtig sein. Ich würde die nie alle in eine Schublade packen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch den obligatorischen Tempolimit-Beitrag schon gehabt. Und wir haben richtig, richtig viele Autofahrer und Autofahrerinnen in unserer Zielgruppe, weil wir auch nicht so ein Berliner Blase, wurde eben gesagt, so ein Format sind, sondern auch nicht viele, viele Leute. Ja. Wir erreichen viele Leute, die eben auch im ländlichen wohnen und Autofahren. Wir haben einen Beitrag gemacht über kostenlosen Nahverkehr. Da habe ich in Berlin im Stau Leute durchs Fenster befragt und gesagt, sag mal, wenn jetzt hier der Bus umsonst fahren würde, würdest du dein Auto stehen lassen? Die allermeisten haben gesagt, nein. Und da ist dann wieder was, wo man gucken muss, okay, krass, wie vermitteln wir denn dann, dass aber, um diesem Klimawandel zu begegnen, zumindest in der Stadt, die Autos weniger werden müssen. Was sagen Ihnen die Leute, wenn Sie auf dem Marktplatz stehen? Was sind die Themen, die da kommen? Naja, natürlich ist das Thema Strukturverlust im ländlichen Raum, jetzt gerade in meinem Wahlkreis, natürlich ein besonders intensives Thema. Da geht es um Mobilfunk, da geht es aber auch gerade bei diesem Thema Klima natürlich auch oft um Sorgen, weil die Leute dann sagen, wie ist denn das, bei uns gibt es eben keinen ÖPNV. Da kann die Antwort dann richtigerweise auch nicht sein, ja, wir wollen, dass das immer so bleibt, sondern die Antwort muss natürlich auch sein, wie kann man da Möglichkeiten schaffen. Und deswegen war es ja so wichtig, dass wir sagen, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse heißt eben auch Chancen zu sehen für den ländlichen Raum. Also Klima ist ein Thema, Sicherheit ist ein großes Thema und Strukturverlust. Das ist insbesondere gerade das, wenn ich bei mir zu Hause unterwegs bin, das, was die Leute eigentlich am meisten umtreibt. Was sagen Sie denen da? Wo setzen Sie da an? Was versprechen Sie den Leuten? Naja,
Zunächst ist, glaube ich, das Allerwichtigste in den Gesprächen, wenn man unterwegs ist auf dem Markt oder an der Haustür im Wahlkampf, nicht einfach nur große Versprechen zu machen, sondern erstmal zuzuhören. Das ist wichtig. Das machen Politiker nämlich häufig viel zu selten, um wirklich zu sehen, was bewegt die Leute denn. Und dann haben wir eine ganze Reihe von... So der therapeutische Ansatz, ja. Naja, nee, das ziehen Sie jetzt ins Lächerliche. Nee. Es ist aber tatsächlich wichtig. Aber das ist auch so eine Floskel, die wir gerade von wirklich Land auf, Eva nickt, hören. Wir müssen den Leuten zuhören. Ja, weil es aber auch stimmt. Weil es auch stimmt. Weil also das ist alle meine Parteien sagen Überzeugung. Das. Wir kommen nicht weiter, wenn man es machen würde. Ich war aber an 15.000 Haustüren in meinem Wahlkreis mit meinem Team und mache das immer wieder und glaube, das Wichtigste ist nämlich, dass die Leute... Sie waren selber an 15.000 mit meinem Haustüren. Team zusammen. Alleine habe ich natürlich keine 15.000 geschafft, aber wir haben das in meinem Wahlkreis so gemacht. Okay. Gerade wo die Enttäuschung über die Politik natürlich teilweise riesengroß war, viele auch für die AfD und andere gestimmt hatten bei der Landtagswahl, war es natürlich wichtig zu verstehen, woran liegt denn das? Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach? Meistens haben die Leute mir gesagt, als ich gesagt habe, die lösen eure Probleme doch auch nicht, haben sie gesagt, das wissen wir, aber wir wählen die, weil wir von euch enttäuscht sind. Und dann kommen eben die Themen, Strukturen für den ländlichen Raum, dann kommen die Themen, wie ist es mit der Sicherheit, und deswegen bin ich auch einer von denen, die das auch klar akzentuieren. Und dann gibt es darum, auch konkrete Lösungen natürlich anzubieten und auch zu erklären, warum etwas länger dauert. Oft ist es ja auch, die Dinge zu erklären, dass wir zum Beispiel mit dem ganzen Thema Breitband, dass das so schleppend ging, ist ja jetzt nicht der Vorsatz. Es sind viele Dinge, wo Politik eben komplizierter ist, als irgendwie in drei Schlüsselsätzen, die man irgendwie in einer Talkshow sagt. Und da sollten wir uns von befreien, dass das als Politiker so einfach geht. Sie haben mal erklärt, können Sie uns das mal vielleicht mal deklinieren? Sie haben mal in wenigen Sätzen erklärt, warum es nicht schlau ist, das Wahlalter von 18 auf 16 runterzusetzen. Warum nicht? Naja, das aus einer juristischen Perspektive das Problem, dass Sie immer eine Grenze setzen müssen, egal wie die Altersgrenze ist, ist die immer ein Stück willkürlich. Deswegen braucht man Orientierungspunkte. Und ich fand es immer überzeugend, dass man staatsbürgerliche Rechte und staatsbürgerliche Pflichten miteinander koppelt. Das ist bei 18 gut und sinnvoll gegeben. Und ich sage auch immer, Partizipation und das Einbringen von jungen Leuten ist doch viel mehr als irgendwie nur der reine Wahlakt. Ich finde es irgendwie schizophren, das nur auf den Wahlakt zu reduzieren. Ich selbst habe mich eingebracht bei meinem ersten Bundestagswahlkampf 2009. Da durfte ich ganz knapp des Alters wegen noch nicht wählen. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, trotzdem politisch interessiert zu sein und mich einzubringen. Und ich habe gesehen, dass das an vielen Stellen auch jenseits des Wahlaktes deutlich weitergeht. Das heißt, welche Konsequenzen hätte das denn dann, wenn man das machen würde? Naja, jedenfalls ist es dann auch ein Stück weit willkürliche Grenze, wenn man das Alter herabsetzt. Weil es ist immer so die Idee, dass man sagt, ja, aber es gibt doch auch politikinteressierte 16- und 17-Jährige. Genau, wenn Sie es herabsetzen würden, gibt es genauso bestimmt auch politikinteressierte 15-Jährige. Aber darauf stellt das Wahlrecht gerade nicht ab auf Interesse. Wir haben nämlich gesehen in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, jetzt jüngst zum inklusiven Wahlrecht von Behinderten und anderen, dass man dann sieht, es ist nicht das alleinige zentrale Kriterium, ob man sich für Politik interessiert oder nicht, sondern es ist ein Stück weit eine formalere Struktur, die das Wahlrecht hat. Und deswegen, glaube ich, sollten wir da nicht irgendwie falschen Argumenten auf den Leim gehen und sehen, politische Partizipation heißt mehr. Und ich freue mich über jeden, der nicht erst, wenn er wählen kann, sondern sich schon viel früher für Politik interessiert und auch einbringt. Eine Konsequenz wäre natürlich auch, dass Grüne und SPD mehr Stimmen bekommen würden. Die werden nämlich schon lange dafür, das wissen Sie auch sehr genau. Und wir haben auch Studien darüber, dass zum Beispiel in Brandenburg, wo 16-Jährige gerade bei den Landtagswahlen wählen durften, die Wahlbeteiligung extrem hoch ist. Und je früher die erste Wahl liegt, desto häufiger gehen Menschen danach auch zur Wahl. Also eigentlich gibt es sehr gute Argumente. Selbst der Rat der EU empfiehlt ein Wahlrecht ab 16. Aber Österreich, Malta haben das schon. Aber das ist gerade kein juristisches Argument aus der Perspektive, wie würden die Wahlergebnisse aussehen. Nee, natürlich, ich aber es hat auch einen Grund, dass ein Unionspolitiker sich dagegen Das ist kein Grund. Welchen? Nee. Bitte? Sie sagt, dass die CDU schlechter abschneidet, sei ein Grund dafür, nicht das Wahlrecht abzusenken. Für mich persönlich wäre das super gewesen in meinem Wahlkreis. Ich habe bei all diesen Juniorwahlen und immer wenn an Schulen irgendwas war, habe ich da haushoch gewonnen. Sie haben es auch bei Kommunalwahlen schon in Mecklenburg. Und das hätte mir was gebracht, hätte ich sagen können. Aber das ist doch nicht das Argument. Das ändert sich auch von Wahl zu Wahl. Und ich glaube übrigens auch fest und sicher, dass die 16-, 17-Jährigen jetzt bei der Europawahl natürlich mit Upload-Filter-Diskussionen und Klimathema und Rezo, da hat die CDU nicht gut performt, gerade bei der jungen Generation. Das ist so. Aber das
ist doch nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Und es gab viele Jahre, wo wir auch als CDU, gerade auch in Ländern oder bei Kommunalwahlen, wo man mit 16 zum Teil wählen kann, als stärkste Kraft vom Feld gegangen sind. Und deswegen ist das für mich kein Argument, sondern gerade beim Thema Wahlalter sehe ich das eher aus einer juristischen Perspektive. Da sollte es beim Thema Wahlrecht keine Rolle spielen, wie Erfolgschancen von Parteien aussehen oder nicht. Hans. Herr Amthor. Das macht dich fertig. Verstehe das. Jetzt kommen aber auch mit Wahlalter 16 und Klima die harten Kippsteine. Nein, ich habe einfach eine Frage. Es gab auch Zeiten, da durften Frauen nicht wählen, zum Beispiel. Nicht? Dann war auch eine, da gab es auch bestimmte. Das waren schlechte Zeiten. Ja? Moment mal. Jetzt haben, da gab es auch Menschen, die haben aus Jurisprudenzgründen oder wo auch immer welche Gründe, haben dafür plädiert, dass es so sein muss. Es war immer so, wie es immer war und es ist immer so, wie es immer war. Und ich glaube, oder die Frage an Sie ist, haben Sie oder glauben Sie, dass Sie einen umfassenden Blick der Veränderung dieser Welt in Ihrem Herzen tragen? Und glauben Sie, dass Sie das, was daraus hervorgeht, nämlich dass Veränderungen notwendig sind, sowohl systemisch als auch politisch? Ja klar, auf jeden Fall. Haben Sie das inhaliert? Verstehen Sie, was der Unterschied ist zwischen dem Punkt, dass man einen Twitter-Account nicht nur hat, damit man jemanden erreicht, sondern dass junge Leute an einem Twitter-Account ablesen können, wer sie sind? Haben Sie diesen Unterschied inhaliert? Verstehen Sie, dass die Welt sich verändert, dass es nicht darum geht, dass man die, aber das waren wir schon durch vorher mit dem PlayStation und dem Fridays for Future. Glauben Sie, dass Sie den Gesamtwechsel, den unser Planet, unsere Gesellschaft im Moment macht, verstanden haben? Wenn ja, dann frage ich mich, warum Sie gegen die Homo-Ehe sind, dann frage ich mich, warum Sie gegen das Geschwindigkeitsverbot. Das sind alles Einzelpunkte. Aber das sind so Punkte, wo ich nachfragen muss, ob Sie verstanden haben, dass sich die Welt gerade verändert. Und Sie argumentieren rechtlich, juristisch, alles klar und glasklar und eiskalt, wunderbar. Aber ich vermisse die Empathie zu ihrer Vision. Ich vermisse die Empathie zu der Gesellschaft, die im Wandel befindlich ist. Und man kann das einfach nicht wegleugnen, dass nichts mehr so sein wird wie vor 5 Jahren. In 10 Jahren wird nichts mehr so sein wie jetzt. Glauben Sie, dass Sie das verinnerlicht haben? Ja, aber das heißt doch trotzdem nicht, dass man deswegen nur für, also genauso wenig wie ich dafür bin, alles zu behalten, wie es ist, bin ich auch nicht dafür, alles zu verändern, wir nur weil es nach Veränderung ist. Herr Amthor, wir reden und ich nicht will von aber allem. Sagen, ich will nur daran erinnern, Markus Lanz hat mich gefragt nach der juristischen Argumentation, das war die Überleitung zum Thema Wahl. Die war nicht wahnsinnig juristisch, die Argumentation. Aber ich sag mal, das die war aber nicht die wahnsinnig Frage juristisch, Herr Amthor, die Argumentation. Sie haben nur gesagt, dass Sie das Wahlrecht Pflicht und Pflicht und so, das ist keine juristische. Das ist eine Küchenphilosophische. Das ist die gleiche Argumentation, mit der man eigentlich für einen Führerschein wieder ab 18 statt ab 17. So, das ist keine juristische Argumentation gewesen. Punkt. Das ist sozusagen, können wir lange drüber reden, das ist der Aufhänger. Dann kann man immer sagen, Mensch, ist das jetzt empathielos? Glauben Sie mir, so empathielos bin ich wahrlich nicht an den vielen Dingen. Das habe ich nicht unterstellt. Ich habe gesagt, was ich vermisse. Jetzt, und ich glaube, dass das das Thema ist, dass junge Menschen diese Empathie vermissen, dass ein junger Mann in einer CDU, in einer sehr konservativen Tribal Association, sag ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft sagt, das bleibt aber so, weil ich sehe das so und so. Und die jungen Leute brauchen jemanden. Ich meine, der Herr Habeck ist für mich ein tolles Beispiel. Der sitzt hier und mit dem gehe ich mit emotional. Dem lese ich ab, dass er diese Dinge verstanden hat, dass er dafür eintritt. Inhaltlich haben sie andere Meinungen. Genau. Kein Thema. Aber ich glaube, dass es notwendig ist und das ist ein Weg für Sie, wenn Sie jetzt diese 2 Millisekunden von dem Video zeigen, das ist ja allersüßest, wirklich nice, aber das ist ja nicht der Hintergrund, da dachte ich, kommt ein Hammer heute. Aber die Frage ist ja, wie kommt später, um 0 Uhr kommt der Hammer. Echt? So, die Sendungen ab 16? Okay. Ja. Ich glaube, das wäre ein Schlüssel, das wäre vielleicht ein Hinweis, den man ihm mal geben muss. Dass die jungen Leute das spüren und dass da ist das Faktische, das muss da sein, ist die Basis. Aber wenn man nicht spürt, dass es ihnen um was geht, dass es ihnen darum geht, den jungen Leuten zu erklären, wie die Welt, was du gesagt hast, in 10 Jahren aus und wie tun sie anders. Sorry, das finde ich schon hart, weil genau darum geht es. Das machen wir alle in der Politik. Sie teilen jetzt einige Inhalte nicht. Das ist ja auch in Ordnung, müssen sie auch nicht. Aber das heißt doch nicht, dass wir deswegen nicht leidenschaftlich sind, die Dinge auch zu erklären, wie wir es machen. Es ist ganz interessant, das gerade mitzukriegen. Also ich finde, dass er einen Punkt hat, wenn er sagt, irgendwie natürlich habe ich das Recht, die Dinge anders zu sehen, selbstverständlich. Klar. Es gibt einen wahnsinnig leidenschaftlichen Auftritt von Ihnen, finde ich großartig, kann man sich anschauen, im Bundestag, wo Sie der AfD was über die Verfassung erklären und sagen, wenn Sie da an der Verfassung rum operieren, sollten Sie auch das OP-Besteck kennen, ein großartiger Satz. Und hören Sie mir jetzt gefälligst zu, dann können Sie noch was lernen, haben Sie denen damals zugerufen.